Yo Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Heute geht es um das Thema Bauchmuskeltraining, Crunches oder Sit-Ups. Das ist immer wieder die Frage, vor vielleicht 10 Jahren hat man gesagt, alles läuft über die Sit-Ups und heutzutage sagt man sich, ja, der untere Rücken spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und gerade wenn man noch nicht so einen starken unteren Rücken hat, ist es besser, die Crunches zu machen. Hier an solchen Geräten habt ihr die Möglichkeit, beides zu machen. Das Schöne daran, das lässt sich hier verstellen in der Schräge. Ich empfehle immer als allererstes für jeden Anfänger, fangt mit einer waagerechten Bank an. Eine waagerechte Bank bietet euch erstmal die Möglichkeit, die Kontrolle über die Bewegungsabläufe zu bekommen. Wenn ihr dann auch eine gewisse Bauchmuskulatur und vor allen Dingen auch untere Rückenmuskulatur aufgebaut habt, könnt ihr einen Schritt weiter denken. Dann könnt ihr auch in die Steigung gehen bzw. hier ins Gefälle rein und euch die Bank so einstellen, dass ihr hier so eine leichte Schräge habt. Wo ist jetzt der Vorteil von dieser Schräge? Wenn man vorausgesetzt eben die entsprechende Grundmuskulatur aufgebaut hat, hast du die Möglichkeit, dich hier mit den Beinen drinnen zu verkanten, mit dem Gesäß möglichst nah ranzurutschen und in der Position deinen Rumpf nach hinten abzusenken. Das heißt, der Arbeitsweg wird in dem Bereich etwas länger. Du hast die Möglichkeit, in einer kurzen Amplitude zu trainieren oder eben über einen großen Arbeitsweg zu gehen. Ja? Voraussetzung bei dem Ganzen ist immer, das Kinn gehört auf die Brust, Körperspannung muss da sein, Grundmuskulatur, habe ich zweimal gesagt, muss natürlich auch vorhanden sein und dann ganz besonders wichtig bei der Bewegungsausführung, niemals mit Schwung arbeiten. Gerade wenn ich hier in diesen Stretch-Bereich reingehe, in diese 45 Grad Senkung oder beziehungsweise in dieses Gefälle reingehe und von hier unten mit Schwung hochkomme, habe ich erstens für die Bauchmuskulatur keinen Reiz erzielt, zweitens, ich habe meine Wirbelsäule einer extremen Belastung ausgesetzt. Und drittens, das Ganze bringt mir überhaupt gar nichts für das, was ich ja eigentlich erreicht will, nämlich Muskeln aufbauen im Bauchbereich. Ich denke, viel sinnvoller ist es gerade so, eher in die seitliche Bewegung reinzugehen. Wir können unsere Bauchmuskulatur in die gerade und in die schräge Bauchmuskulatur, so in die seitliche unterteilen. Das macht aus ästhetischer Sicht, aus optisch-ästhetischer Sicht auf jeden Fall Sinn. Deshalb lieber ein bisschen eindrehen, Kinn auf die Brust, Finger an die Ohren, hinter die Ohren und dann leicht eindrehen mit den Ellbogen immer Richtung Knie wandern und über dieses leichte Eindrehen erzielt ihr gerade auf die seitliche Bauchmuskulatur einen sehr starken Reiz. Ich zeige euch das kurz nochmal, damit ihr erkennt, was ich damit meine. Wie gesagt, immer schön mit dem Gesäß ranrutschen und Finger zu den Ohren, linker Ellbogen, rechtes Knie und umgekehrt. So. Um es mal kurz zusammenzufassen, langsame, kontrollierte Bewegungsausführung, Anfänger erstmal mit einer waagerechten Bank anfangen, nach einem halben Jahr, nach 3-4 Monaten kann man ruhig mal ins Gefälle reingehen, kontrollierte Bewegungsausführung, Kinn gehört auf die Brust, Konzentration muss da sein, dann klappt es auch mit dem Sixpack bis zum Sommer. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video, viele Grüße, euer Simon.